Mensch, ihr seid doch verrückt, Jungs. Was ist denn da los, habe ich mir gedacht. Hallo und herzlich willkommen zum C64 Spielzeit Jahresrückblick 2019 mit Andira. Das bin ich. Wie ihr unschwer am Titel erkennen konntet, kein neues Spiel für den guten alten Commodore 64, sondern lasse das Jahr in Bezug auf meinen Kanal und das, was ich mit dem C64 2019 erlebt habe, Revue passieren und ihr dürft daran teilnehmen, wenn ihr wollt. Lange habe ich hin und her überlegt, ob ich so ein Video mache, aber immer wieder wurde ich in diversen Foren oder in Kommentaren dazu ja regelrecht aufgefordert, auch mal sowas Ähnliches wie ein Vlog zu machen. Und heute ist der Tag gekommen. Wir haben den 31.12.2019 und ein Jahresrückblick ist aus meiner Sicht daher angebracht. Viele haben mich immer gefragt, wie sieht denn das aus? Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, diesen YouTube-Kanal zu gestalten oder ins Leben zu rufen? Also das Ganze, muss ich sagen, ist angefangen schon vor vielen, vielen Jahren, dass ich mich für YouTube mehr als für Fernsehen interessiert habe. Ich habe verschiedene Interessen und Hobbys, unter anderem Outdoor, Wandern oder auch das Thema Lost Places und natürlich auch den guten alten Commodore 64 aus meiner Kindheit, Schrägstrich Jugend. Und auf YouTube gibt es auf Englisch, auf Deutsch und in allen Sprachen dieser Welt Videos zu all diesen Themen, zu all diesen Hobbys und das ist interessanter als jede Reportage im Fernsehen. Daher bin ich schon seit einigen Jahren begeisterter YouTube-Zuschauer. In diesem Jahr habe ich mich dann endlich dazu entschlossen, selber aktiv auf YouTube zu werden. Vielleicht ein wenig spät, was die Goldgräberstimmung hier auf YouTube angeht, aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Die Idee dazu, selber etwas zu machen, hatte ich schon länger. Die Frage war nur, was? Und ja, da bot sich dieses Hobby Computer einfach an. Am Anfang habe ich mich gefragt, was ich überhaupt zeigen kann. Games, Anleitungen zu Hardware zum Beispiel oder zur Programmierung. Ich selber programmiere Basic und Assembler auf dem C64. Und in welcher Sprache mache ich das Ganze? In Deutsch? Oder schließe ich mich der Mehrheit an und mache das Ganze auf Englisch? Das hätte den Vorteil, ich würde ein wesentlich größeres Publikum erreichen, nämlich übertrieben gesagt weltweit. Auch gibt es mehrere Plattformen. Wir sind hier auf YouTube, aber auch auf Twitch gibt es eine C64-Community, die aktiv ist. Allerdings, soweit ich das gesehen habe, auf Englisch. Und wie bringe ich das ganze Zeug raus in die Welt? Per abgedrehte Videos, so wie jetzt gerade, oder als Stream? Und auf welche Hardware zeichne ich auf? Auf meinem geliebten Brotkasten, also auf Original-Hardware oder aber auf einem der vielen Hardware-Emulatoren, die es da gibt, auf einem Raspberry zum Beispiel oder dem C64 Mini oder jetzt neu dazugekommen der C64 Maxi? Oder nehme ich einen der unzähligen Emulatoren, die es da gibt für verschiedene Systeme, für Windows, für Mac oder auch für Linux? Schließlich spielt eine zentrale Rolle die Aufnahmesoftware. OBS hat den Vorteil, dass es nicht nur weit verbreitet ist, sondern auch relativ kostengünstig bzw. kostenlos im Gegensatz zu anderer Software. Allerdings gibt es da wiederum Nachteile. Ihr habt das vielleicht in einem ein oder anderen Video oder Kommentar von mir schon gesehen. Ich nehme meine YouTube-Videos mit dem MacBook auf. Das bedeutet, ich muss all die Hardware, den Grabber, die Aufnahmesoftware und all das drumherum anschließen an den MacBook, an das macOS-Betriebssystem und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Also mit Windows hat man da eher weniger Probleme, denn das macht die Mehrheit und das weltweit. Das heißt, da gibt es viele Lösungen. Und alles ist ganz easy. Wer schon länger auf meinem Kanal dabei ist, hat gesehen, dass ich zwischendurch Probleme hatte mit einem
Flackern, das Grabben des Computersignals für den C64, das flackerte und das ist ein bekanntes Problem bei OBS auf dem Mac. Leider sagen sich die Entwickler, hey, das Ganze ist Open Source und wird vorwiegend auf dem Windows-Betriebssystem verwendet und daher wird die Mac-Software nur stiefmütterlich gepflegt. Schade. Deshalb bin ich zwischenzeitlich auf eine andere Software, nämlich auf Gamecast, gewechselt, die allerdings auch nicht mehr existiert und von Wirecast aufgekauft wurde. Das wiederum kostet Geld. Gerade am Anfang meiner Tätigkeit hier auf YouTube wollte ich erstmal kostengünstig anfangen, was nicht heißt, dass ich nicht bereit bin, auch Geld auszugeben für mein Hobby. Ja, wenn man das Ganze aufgenommen hat, dann fragt man sich natürlich auch, wie schneide ich das Ganze zusammen mit dem Intro, dem Outro? Wie sieht es aus mit Sachen, die man rauscutten oder hereinschneiden möchte, mit Musikuntermalung, mit dem Aussteuern, der Audiopegel und so weiter und so fort. Auch das mache ich mit dem MacBook und mit dem dort mitgelieferten Programm iMovie. Das ist schon relativ gut. Ich liebäugel immer noch mit Final Cut. Das kostet zwar ein paar hundert Euro, aber Videoschnitt macht mir besonders viel Spaß. Das werde ich gleich nochmal an anderer Stelle erwähnen. Daher ist das eine Option fürs nächste Jahr für mich, auf Final Cut umzusteigen. Auch habe ich mir Gedanken gemacht, in welchem Abstand ich meine Videos veröffentliche. Einmal wöchentlich, regelmäßig, so wie andere YouTuber in der Retro-Szene, die mehrmals die Woche, ja sogar beinahe täglich neue Videos raushauen. Ihr versteht, was ich meine. Patrick, du verstehst, was ich meine. Denn ein Hobby soll aus meiner Sicht auch Hobby bleiben. Und ein Hobby soll nicht meine komplette Freizeit oder mein komplettes Leben in Anspruch nehmen. Außerdem habe ich ein schreckliches Problem. Ich bin ziemlich perfektionistisch veranlagt. Das heißt, wenn ich etwas mache, dann möchte ich es zumindest richtig machen und habe an vielen Dingen dann was auszusetzen, was mich immer wieder zurückhält, Dinge einfach mal, ja, so zu machen, spontan zu sein. Das hört nicht nur beim Vorspann zum Video auf, endet auch nicht beim Abspann, sondern geht auch weit über den, ja, Videoschnitt und auch die Beschreibung auf YouTube. Das sind alles Dinge, die sind mir sehr wichtig und noch vieles mehr. Da werde ich aber mal einen gesondertes Video zu machen und euch mal erzählen, wie bei mir so eine Folge der C64 Spielzeit entsteht und wie viele Stunden Arbeit das ist und wie die einzelnen Arbeitsschritte aussehen. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen wollt. Thema Perfektionismus und das Spontansein haben wir jetzt gerade angesprochen. Irgendwann habe ich mir gedacht, komm Junge, wenn du jetzt nicht anfängst, machst du es nie. Also nach dem Motto einfach mal anfangen, habe ich dann Anfang des Jahres damit begonnen, Spielereien zu machen und mich in die Software einzuarbeiten. Also wie funktioniert das? Den C64 an die Hardware anschließen. Wie funktioniert das, Videos aufzunehmen? Wie funktioniert OBS? Da habe ich sehr viele kleine Videoaufnahmen mitproduziert, bis ich das so hatte, wie es dann ja letztendlich auch auf YouTube hochgeladen wird. Und nicht zuletzt der Videoschnitt. Ich kannte diese ganze Software, alles, was ich aufgezählt habe, komplett überhaupt nicht, musste mich einarbeiten und habe das dann, ja, wie andere das halt auch tun, ne, in meiner Freizeit gemacht. Und Anfang des Jahres, da war ich mal eine Woche erkältet zu Hause, da war ich krank, hatte viel Zeit, sehr viel Zeit. Und das waren so die Anfänge, wo ich angefangen bin zu schrauben. Habe auch geguckt, wie machst du so ein kleines Intro? Das war mir ganz wichtig, dass ich ein Intro davor wegmache. Und auch wenn das Intro, von dem ich jetzt die ganze Zeit spreche, sehr simpel aussieht, hat die Produktion und der Weg dahin, ich sag jetzt mal, ein paar Tage gedauert, bis ich das hatte, was ich haben wollte. Aber all das ist Hobby, das gehört dazu und es hat mir super viel Spaß gemacht. Wie bin ich dann auch wirklich angefangen? Einer der YouTuber, die ich schon ziemlich lange gucke, ist der Tomaniac. Tomaniac, Grüße gehen raus an dich, wenn du dies hier siehst. Dich werde ich später nochmal lobend natürlich erwähnen. Der hatte irgendwann ein Spiel gespielt, das muss so Mitte des Jahres gewesen sein, Electric World hieß es, glaube ich, von Jason Briggs. I don't know exactly. Jedenfalls hatte er gesagt, Mensch, ist das schwer. Wer besser ist, der soll mal ein Antwortvideo aufnehmen. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist dann auch sozusagen der Schubs gewesen nach dem Motto, ey, jetzt mach doch mal. Und ja, damit war der Kanal dann geboren.
ziemlich schnell, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten, habe ich dann auch die ersten Abos und treuen Zuschauer gewonnen, die immer wieder meine Videos kommentiert haben. Und nicht zuletzt habe ich das, was ihr jetzt Ende des Jahres hier seht und natürlich auch ich im YouTube Creator Studio, dem Tomaniac zu verdanken aus der Schweiz, der mich jetzt dieses Jahr zweimal in seinen Videos vorgestellt hat und dazu aufgerufen hat, mich doch zu abonnieren. Danke. Nicht zu vergessen, der gute Patrick Patul. Grüße gehen raus in den Süden, ins Saarland, mein Lieber, wenn du das hier siehst. Herzliches Dank an euch beide. Ich glaube, euch habe ich einen Teil meines Erfolgs zu verdanken. Ja, und wo wir beim Thema Kommentare, Zuschauer, Videos sind, Community ist mir sehr, sehr wichtig. Die Videos alleine, ohne euer Feedback, die bringen mir persönlich überhaupt nichts. Ich möchte hier mit Leuten in Kontakt treten. Ich möchte euch mit einbeziehen. Eins meiner Mottos ist, dass jeder Kommentar eine Antwort von mir erhält. Mal sehen, wie lange ich das noch durchhalte, denn ich sehe das bei anderen großen YouTube-Kanälen, dass man irgendwann das Ganze nicht mehr bewältigen kann und wenn die Abonnentenzahl zu groß wird und zu viele Kommentare unter ein Video gepackt werden. Aber noch macht es mir ganz viel Spaß und ich möchte das auf jeden Fall weiterbehalten. Es haben sich, ja, ich sag mal, teilweise regelrecht Freundschaften daraus entwickelt. Man folgt sich gegenseitig auf diversen sozialen Kanälen, allen voran natürlich hier YouTube. Man sieht die Videos des jeweils anderen und man kommentiert die natürlich auch und lässt auch mal einen Daumen da, wenn es einem ganz besonders gefällt. Das ist ja schon fast wie eine Brieffreundschaft. Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal Freundschaften, diese sozialen Kontakte reichen mittlerweile bis ins Ausland, bis nach Österreich und auch in die Schweiz. Einige von euch oder von denen, über die ich gerade spreche, habe ich sogar schon im Real Life getroffen, auf diversen Veranstaltungen, / Retro-Treffs. Das heißt also, ich habe hier über meinen Kanal neue Leute kennengelernt und soziale Kontakte geknüpft. Das ist etwas, was mir an diesem Hobby ganz besonders gefällt. Und ein nächster Punkt auf meiner Liste ist nämlich genau dieser, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, die Vorteile, die so ein Kanal mit sich bringt. Sie vereinen mehrere Hobbys in einem. Was mir ganz besonders Spaß macht, ist natürlich die Recherche. Ich fühle mich teilweise wie ein Zeitungsredakteur oder von mir aus auch moderner ausgedrückt ein Online-Redakteur. Ich recherchiere Dingen hinterher, nicht nur Spielen, sondern auch Personen oder Firmen und versuche, diese Informationen in meinen Videos zu verwerten. Dabei nutze ich nicht nur das Internet, sondern auch alte Magazine und Zeitschriften, wie zum Beispiel die C64er, die ich selbst jahrelang im Abo hatte, die Happy Computer oder die ZEP64 oder um auch ein paar neuere, modernere Magazine zu nennen, die Return oder die Heise Retro-Hefte, die regelmäßig erscheinen oder auch die Freeze64, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, aus England. Das heißt also, Recherche und auch das Lesen gehören zu meinen Hobbys und speziell da im Computerbereich interessiert mich dann der Commodore 64. Und da sind wir dann schon beim Spielen. Ich bin mit dem Commodore 64 aufgewachsen, zusammen mit meinen Geschwistern. Wir haben ziemlich viel gespielt, aber ich habe dort auch Programmieren gelernt und das auch viele Jahre lang getan. Anfangs Basic und später dann, wie jeder, der länger dabei ist, wird es wohl kennen, Assembler. Gerade diese Sachen, dieses Spielen oder von mir aus auch das Programmieren, was ich eben am Anfang schon erwähnt habe, das möchte ich gerne ausbauen, möchte das in Videos packen und euch präsentieren. Ja, dann hatte ich schon gesagt, der Videoschnitt, das ist etwas, was mich ganz besonders interessiert, was echt Spaß macht und was auch, ja, ich sag mal, Stunden in Anspruch nimmt, aber auch das anschließende Schreiben. Also vor einem Video, das hatte ich schon gesagt, haben wir die Recherche und dort schreibe ich mir ein Skript zusammen. Das mache ich also für jedes Mal meiner Videos und diese Skripte sind teilweise mehr oder weniger gefüllt, sind immer einige Seiten Text und auch dieses
Schreiben und auch das Beschreiben später auf YouTube, die Beschreibung sozusagen zu jedem den Videos, die sind mir immer ziemlich wichtig und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, YouTube an sich brauche ich nicht mehr zu sagen. Wir sind ja hier, das ist auch eins meiner Hobbys, klar, schon erwähnt. Und die Community, und damit schließt sich dann der Kreis, da sind wir dann wieder bei der Community, also bei euch, die ihr das gerade hier seht. Ich mag es, mit euch in Kontakt zu treten, euch zu antworten und nicht nur Antworten zu schreiben. Das macht mir natürlich immer ganz besonders Spaß und manchmal ufert das auch aus. Der ein oder andere wird es wissen, sondern auch das Lesen gefällt mir sehr gut. Danke. Danke jedem Einzelnen von euch, der sich aktiv beteiligt hier auf diesem Kanal. Sehr geil, macht weiter so. Denn das spornt mich letztlich an, mein Hobby weiter mit euch zu teilen. Ja, und da sind wir dann bei meinem Kanal. Das ist der nächste Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte. Mein Kanal. Ja, Mitte des Jahres. Wann ist das erste Video eigentlich hochgeladen worden? Ich guck mal ganz kurz nach. Mein Kanal? Zumindest das, was den C64-Content angeht und all das, von dem ich jetzt gerade hier spreche, ist Mitte 2019 gestartet und umfasst mittlerweile 30 Ausgaben der C64-Spielzeit. Dann sind noch ein paar andere Videos dabei, die sich mit dem C64 befassen. Mittlerweile habe ich, Stand jetzt gerade am 31.12., 56 Abonnenten, was mich echt freut. Gerade in den letzten Tagen habe ich vor so einem, ja, ich sag mal, vor der 50-Abonnenten-Marke gehangen und habe mich gefragt, oh, was machst du für ein Spezial, wenn du die 50 knackst und ruckzuck hatte ich plötzlich 52, 54 und jetzt mittlerweile 56 Abonnenten. Das hat mich echt total gefreut. Das spornt mich auch an, weiterzumachen. Denn ein Großteil dieser Abonnenten sind nicht nur Konsumenten und schauen sich meine Videos passiv an, sage ich jetzt mal, sondern die beteiligen sich auch aktiv. Von denen bekomme ich Feedback. Aber das hatte ich auch eingangs schon erwähnt. Ja, und in diesem halben Jahr ist auch viel passiert. Ich habe zum Beispiel für mein erstes Video ein Urheberrechtsclaim bekommen, nämlich für das Video Arkanoid. Da hat sich eine Firma bei mir gemeldet, die gesagt hat, Junge, so geht das nicht. Arkanoid, auf die Titelmelodie haben wir die Urheberrechte und wenn du das Video monetarisierst, dann gibt es mal richtig Ärger. Gut, im Moment monetarisiere ich nicht, weil ich einfach noch zu klein bin dafür und ich weiß auch gar nicht, wenn ich groß genug wäre, ob ich das machen wollte oder würde. Aber ich habe mir das nicht nehmen lassen, denn mir sagte diese Company überhaupt gar nichts. Ich habe ein wenig recherchiert im Internet und habe mich dann dazu entschlossen, Einspruch dagegen zu erheben und das habe ich getan. Ich habe das nicht an die große Glocke gehängt und das auch nicht in Form eines Vlogs verwurstet, sage ich mal. Vielleicht werde ich sowas in Zukunft tun, wenn euch sowas interessiert. Aber nach einigem Hin und Her mit YouTube, einigem an Mailverkehr, wurde dieser Urheberrechtsclaim fallen gelassen und ich bin jetzt wieder frei von Schuld und dürfte sogar monetarisieren. Ja, aber das nur am Rande, also auch ein Hobby kann mal richtig spannend werden. Kurz vor Weihnachten passierte dann etwas für mich bisher noch nie da gewesen ist, die Aufrufzahlen schnellten plötzlich in die Höhe. Und zwar über die Weihnachtsfeiertage. Ich habe zwei Videos veröffentlicht und das eine ist Centron von Sarah Jane Avery, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Dieses Video hat, ich sag mal, praktisch über Nacht dreistellige Aufrufzahlen gehabt. Das war das erste Mal auf meinem Kanal, das erste Mal in meinem Leben und ich war richtig aufgeregt und habe gedacht, was ist da denn passiert? Mein Bruder hatte sogar den Verdacht, dass ich mir ein paar Likes oder Views gekauft habe. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich habe ein bisschen geforscht, habe ein bisschen geguckt und habe gesehen, dass ein Großteil der Aufrufer von Reddit kam. Centron ist natürlich ein Weihnachtsspiel, ihr wisst es, das Video werde ich euch unten verlinken, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Centron ist eine Abwandlung des Spiels Neutron, passend für die Weihnachtszeit und das wurde auf Reddit in verschiedenen Artikeln nicht nur erwähnt, sondern auch verlinkt. In dem Zuge wurde mein Video wohl mit verlinkt, beziehungsweise
eingebettet. Ja, das hat mir dann diese großen Aufrufzahlen beschert, was mich natürlich sehr freut. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, Weihnachten, das ist echt Ausnahme. Weihnachten, da haben viele Urlaub, da sitzen viele vorm Rechner und auch das werde ich nachher nochmal erwähnen. Der C64 Maxi ist erschienen, was das Interesse an C64 und Spielen wieder in die Höhe treibt. Und ich denke, auf dieser Welle bin ich einfach mitgeschwommen. Ja, umso erstaunter war ich, als eins meiner nächsten Videos, und zwar das, was ich zu Heiligabend gebracht habe, Freeze64, das Christmas Game, plötzlich zum ersten Mal vierstellige Aufrufe hatte. Mensch, ihr seid doch verrückt, Jungs. Was ist denn da los, habe ich mir gedacht. Hintergrund war das Freeze64 Magazin, was ich im Abo habe. Und als Abo-Special gab es für die Abonnenten pünktlich zu Weihnachten morgens am 24. ein kleines Minigame, nämlich besagtes Freeze64 The Christmas Game. Und kurz zuvor hatte ich noch mit Vinny Meinolfi, dem Verleger dieses Magazins, hin und her gemailt. Er ist übrigens auch Abonnent meines Kanals, obwohl er wahrscheinlich überhaupt kein Englisch spricht. Vinny, if you see this, a big shout out to Great Britain. Ja, und ich denke, das ist der Erfolg dieses Videos. Die Weihnachtszeit, der Name im Titel Freeze64 und auch, dass Vinny Meinolfi vielleicht das ein oder andere damit zu tun hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er Englisch spricht, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut und muss sagen, also zuerst konnte ich damit nicht umgehen, denn das hätte ich niemals erwartet. Ich denke aber, dass genauso wie über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage die Aufrufzahlen nach oben gegangen sind, es auch nach Weihnachten und dem neuen Jahr, spätestens wenn alle wieder anfangen müssen zu arbeiten, nach dem 6. Januar, wieder nach unten gehen. Aber ich lasse mich gerne auch positiv überraschen. Noch einmal Dank an alle und ich habe mich echt sehr gefreut. Wow, womit habe ich das verdient? Ja, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, beziehungsweise am Anfang meines Kanals hätte ich das nie für möglich gehalten. Ja, und wir waren bei meinem Kanal. Jetzt habe ich was über die Videos erzählt, auch über den regen Austausch mit der Community, die Kommentare in verschiedenen sozialen Kanälen, Twitter, über WhatsApp, über Facebook oder Foren. All das macht Spaß und das hat mich so angespornt, weiterzumachen in diesem Jahr. Feedback, 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 das ist echt ganz wichtig. Macht bitte weiter so. Denn, ich habe es eben schon mal gesagt, nichts ist schlimmer, als wenn man Videos produziert und niemand sieht sie, beziehungsweise gibt einem Feedback, ob es einem gefällt oder was man besser machen könnte oder was man lieber nicht machen sollte. Ja, Feedback gab es auch aus der Familie. Meine Schwester Barbara. Barbara, wenn du das hier siehst, Grüße gehen raus an dich. Meine Schwester Barbara möchte gerne mal Teil eines meiner C64-Spielzeit-Videos sein und mit mir ein Spiel ihrer Wahl spielen. Und ich denke, das nächste Jahr ist lang, 2020 kommt und das lässt sich bestimmt verwirklichen. Also Barbara, früher oder später komme ich auf dich zu. Wir behalten das mal im Auge. Wenn sich das die Community wünscht, schreibt mir es in die Kommentare, dann nehmen wir das gerne auf. Ja, und als letztes möchte ich noch einen Shoutout geben an Ingo und an Gerrit. Wenn ihr das hier seht, Grüße gehen raus an euch beiden. Weihnachten war großartig dieses Jahr. Ich kenne leider eure Kampfnamen nicht. Also wir damals in der Commodore-Szene nannten das Händel oder von mir aus auch Pseudonym. Deshalb ja jetzt im Klarnamen. Mit den beiden hatte ich nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag gesprochen und die sind auch begeisterte Abonnenten meines Kanals und sie hatten sich gewünscht, dass ich mal einen Shoutout gebe. Das habe ich damit getan. Jungs, weiter so. Dafür möchte ich auf jeden Fall ein Like sehen. Ja, so viel zu meinem Kanal. Als kleiner Ausblick, was kann man denn da noch machen? Ich denke, das ist sicher ausbaufähig. Ich habe schon öfter Rückmeldungen gekriegt, dass ich gerne mehr Videos machen soll und auch andere Formate, wie zum Beispiel sowas ähnliches wie einen Vlog oder ähnliches bringen soll. Da habe ich schon mehrere Ideen, die ich mir notiert habe. Aber dafür brauche ich auch Zeit und die zündende Idee und denkt daran, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, einer meiner Laster, der Perfektionismus, die halten mich davon ab, das sofort in die Tat umzusetzen, sondern ich denke, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit und mir fehlt noch so die zündende Idee, wie ich einzelne Formate rüberbringen kann, aber da kommt bestimmt was im nächsten Jahr. Ja, und auch soziale Kanäle könnte ich wesentlich stärker nutzen. Mal sehen, inwiefern ich das in Zukunft tun werde, denn all das braucht Zeit und die ist bekanntermaßen begrenzt. Aber seid beruhigt,
die C64-Spielzeit, ich denke, die hat sich etabliert und die ist auch von euch angenommen und wird von euch auch, die Jugend von heute sagt, gefeiert. Deshalb werde ich das Format auf jeden Fall beibehalten. Soweit zu meinem Kanal. Was ist denn sonst noch so 2019 in Bezug auf den C64 so passiert? Habe ich mich gefragt und habe mal so ein paar Dinge aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Also dazu muss ich allerdings sagen, dass die Liste bestimmt nicht vollständig ist. Das soll sie auch gar nicht sein, denn ich habe auch nicht mit allen Dingen in allen Bereichen des C64 Kontakt. Die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Das soll sie auch gar nicht. Das ist jetzt so das, was mir einfällt aus dem Stegreif und die Reihenfolge ist auch wahllos. Und ganz vorne ran stehen natürlich jede Menge neue Games für den C64. Denn das ist der treibende Faktor, der diese Maschine weiterhin auch für neue Generationen erschließt und am Leben hält. Ich erinnere mich an Highlights dieses Jahr. Super Mario Bros. 64 für den C64 als Fan-Projekt umgesetzt. Das Spiel hat Wellen geschlagen. Nintendo hat das natürlich gar nicht geschmeckt und das Spiel verschwand wieder vom Markt bzw. aus den bekannten Download-Foren, wurde auf diversen Szene- und Retro-Partys sogar verkauft in Cartridge-Gehäuse. Und jetzt vor Weihnachten ist es wieder zurück mit einem Bugfix, was das Spiel noch interessanter und spielbarer macht. Ich erinnere mich an den Anfang des Jahres, als es die Runde machte, dass es einen Nachfolger von Bruce Lee, nämlich Bruce Lee Return of Fury, geben sollte. Bruce Lee ist eins meiner Spiele, die ich sehr, sehr liebe und schätze und unzählige Stunden mit meinen Brüdern zusammen gespielt habe. Anfang des Jahres kam es dann raus, der Nachfolger Teil 1 von 1984 und Teil 2 von 2019. Und gerade heute habe ich die Zeitung aufgeschlagen, in Anführungsstrichen, und was war zu lesen? Bruce Lee Duology ist erschienen. Das ist nicht nur der erste und der zweite Teil in einem Spiel, sondern beide Teile wurden auch wesentlich verbessert, was Bugs angeht. Das heißt also, auch dort wurde das Spielerlebnis deutlich erhöht. Das Spiel könnt ihr euch übrigens bei itch.io herunterladen. Und ein weiteres Spiel, was ich nennen möchte, ist Neutron. Ich habe es eben schon angesprochen, von Sarah Jane Avery. Ein dieses Jahr wirklich gefeiertes Spiel, ein schöner Weltraumshooter. Was nicht zuletzt jetzt Ende des Jahres den Retro Gamer Nation Choice Award gewonnen hat und zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2019 zählt. Ja, und die gute Sarah, die ja all ihre Spiele selber produziert über Grafik, Sound und auch die Programmierung, Respekt, hatte sich nicht nehmen lassen und hat von diesem Spiel von Neutron dann eine Weihnachtsversion herausgebracht, nämlich eben besagtes Centron, was ich euch auch unten verlinke. Das sind so die Sachen, die mir zum Thema Spiele einfallen. Es sind jede Menge geile Spiele rausgekommen dieses Jahr. Nicht zuletzt bei itch.io oder auch bei Psytronic, die auch im 21. Jahrhundert immer noch eine Plattform zur Verfügung stellen und nicht nur tolle Spiele verkaufen, sondern auch Boxen dazu, was besonders für Sammler, der ich allerdings keiner bin, interessant ist. Gut, das war das Thema Spiele. Mir fällt noch ein, das jährliche Highlight im Herbst ist immer der Dortmunder Retro-Treff. Ein Verein, Deutschlands größter übrigens, der jedes Jahr im Herbst eine 3-Tage/2-Nächte-Party organisiert, die auch immer gut besucht ist und die auch ich immer gerne wieder besuche. Schon allein deshalb, weil das bei uns in der Nähe ist und ich nicht lange anreisen muss. Aber Stichwort Anreise, die Party ist auf jeden Fall international besetzt. Also da kommen Leute aus dem Ausland extra angefahren, um 3 Tage lang Retro-Luft zu schnuppern. Und das nicht nur für den Commodore 64. Ja, da bin ich dieses Jahr auch wieder gewesen und diese Party ist deutschlandweit bekannt, schon allein aus Rundfunk und Fernsehen, denn auch der WDR ist schon mal da gewesen und hat dort gefilmt. Die sind auch jedes Jahr zu Gast im Heinz-Nixdorf-Museum-Forum hier in Paderborn. Das ist auch, ja,
bei mir vor der Haustür und auch im März sind die Jungs wieder da und da schaue ich gerne mal vorbei. Ein weiteres Highlight, jetzt komme ich zum Thema Hardware, ist der C64 Maxi. Das ist der Nachfolger des C64 Mini und um den haben sich ja so einige Mythen gerankt. Kommt er jetzt nicht, was kann er denn jetzt wirklich alle? Und als dann die Veröffentlichungsdaten immer nach hinten geschoben werden, Erscheinungsdatum 5.12., dann war es plötzlich der 12.12. oder 13.12. auf Amazon und dann bei anderen Versandhändlern war es der 23.12., war die Verwirrung groß und es wurde in den Foren diskutiert, ob er denn jetzt noch erscheint und was denn wohl die Schwierigkeiten sind. Aber ihr alle wisst, die Geschichte ist gut ausgegangen und der Verkaufsstart ist geglückt. Er lag bei vielen unzähligen retro-begeisterten Commodore-Anhängern unterm Weihnachtsbaum. Die ersten Software-Updates für den Maxi, aber auch für den Mini sind raus. Also das Ding wird gepflegt, gelebt und wird, denke ich mal, unsere Retro-Szene und den Fortbestand des C64 nicht nur beleben, sondern auch noch eine ganze Weile sichern. Also Emulator hin oder her, ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass es diese Maschine gibt, ob man sie mag oder nicht. Ja, und wo wir beim Thema Hardware sind, auf der Plattform Indiegogo gibt es ein neues Tastaturkappenprojekt, bei dem ihr noch mitmachen könnt. Das Ziel ist fast erreicht. Ich werde euch unten den Link auch in den Shownotes verlinken, denn wer seinen C64 ein wenig pimpen möchte oder aber die Tastaturkappen nicht mehr lesbar sind, der wünscht sich vielleicht einen neuen Anstrich und da seid ihr genau richtig bei dem Projekt. Finde ich richtig gut, dass es sowas gibt. Hardware, 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 da fällt mir dann noch der Ultimate 64 an, das Eliteboard, muss ich dazu was sagen? Ist das schon lieferbar? Hat das schon jemand? Ich meine, das Ultimate 64 Board gibt es schon länger. Auch das Elite Board, glaube ich, kann man schon bestellen. Und das steht auch auf meiner Wishlist. Aber wir wollen auch nicht so sehr in das Thema Hardware eintauchen. Als nächstes fällt mir noch ein für das Jahr 2019 das Weihnachtsheft vom guten CH, vom Christian. Wenn du das siehst hier, Grüße gehen raus, mein Lieber. Der hat wie jedes Jahr oder wie im letzten Jahr auch schon ein Weihnachtsheft produzieren, drucken lassen, aufwendig gedruckt. Und ja, ich halte euch die Dinger mal in die Kamera. Das sind die beiden Hefte, beziehungsweise, jetzt muss ich mal gucken, das ist das von 2018 und das ist das aktuelle Heft 2019. Hey, ihr seht, Greenscreen, geil. Das ist das aktuelle Heft und ja, da hat er 21 Basic-Programme abdrucken lassen, die hat er im Forum gesammelt und ihr kennt das noch aus eurer Kindheit vielleicht, also zumindest ich kenne das. Stundenlang hat man aus Spielezeitungen Listings abgetippt und das kann man hier auch machen und zwar aktuell. Da ist für jeden was dabei. Die ersten Listings habe ich schon abgetippt und es macht echt viel Spaß und man kommt mal ein bisschen runter, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Dabei ist da ein kleiner Skandal mit verbunden, denn die Hefte haben die Druckerei nicht zeitlich passend verlassen. So lagen die Hefte erst nach Weihnachten nicht und nicht wie ursprünglich geplant zu Weihnachten unter dem Tannenbaum, was natürlich den einen oder anderen, der nur über Weihnachten frei und die Zeit hatte und die Zeit dafür. Einige waren not amused, aber gut, so ist das immer. Ich finde cool, dass der gute CH sich diese Mühe macht jedes Jahr und ich habe das Heft gerne bestellt und hatte schon sehr viel Spaß damit. Daumen hoch. Wo wir vom CH reden, CH hat zusammen mit seinem Kumpel dieses Jahr auch einen neuen Podcast ins Leben gerufen, nämlich die Brotkastenfreunde. Und davon sind bis jetzt 2 Ausgaben erschienen. Ich glaube, so sieht das auch aus. 2 Ausgaben im Jahr, hatte er mir mal gesagt, als ich ihn getroffen habe. Ich finde, das Ding ist echt spitze geworden. Teilweise schon ein bisschen zu lang, aber gut, okay. Man kann es sogar im iTunes Store herunterladen und ich weiß nicht, auf welchen Plattformen er noch unterwegs ist. Spotify vielleicht. Ich höre es halt über die Podcast-App meines iPhones und höre das dann während der Autofahrt. Richtig geil, 2,5 Stunden, 3 Stunden Länge haben die Teile. Zu zweit wird über Neues aus der Szene geredet und sie haben auch immer Interviewpartner dabei. Also richtig geil, hört mal rein, auch das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken.
Und vom Freeze Magazin, da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr von sprechen. Ja, jetzt hatten wir gerade schon Magazine und Print. Der gute Vinnie Mainolfi, eben schon erwähnt, bringt ja jedes Jahr, hey, auch das, Greenscreen, cool, das Heft Freeze64 heraus, als Fanprojekt gestartet. Mittlerweile über 30 Ausgaben. Seit mehreren Jahren ist er damit aktiv und die Abo-Gemeinde wird immer größer. Mittlerweile verschickt er das Ding seinen Angaben nach weltweit in verschiedene Teile dieser Erde. Englischsprachiges Magazin übrigens. Und dieses Jahr hatte er ein schönes Weihnachtsspecial für seine Abonnenten. Ich hatte eben schon gesagt, Centron, das Weihnachtsspiel und auch eine spezielle Ausgabe als PDF nur für die Abonnenten in E-Mail-Form. Sehr geil gemacht. Hat mir die Weihnachtszeit echt versüßt und mir einiges an Futter für den C64 geliefert. Ja, und dann schlagen wir mal den Bogen zurück zur Software. Im Forum hat der gute Popeye aufgerufen, mit ihm zusammen ein bisher ungelöstes Adventure auf dem C64 zu spielen. Es durfte vorgeschlagen und gewählt werden und dabei herausgekommen ist das Spiel Robox von Markt und Technik aus dem Jahr 1986. Ein Grafik-Text-Adventure, nett gemacht, in deutscher Sprache. Und auch da bin ich gern dabei und habe schon so einige Stunden gespielt und stehe jetzt aber an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Aber dafür ist ja dann die Community da, dafür spielen wir das ja alle gemeinsam und können uns gegenseitig mit Rat und Tat und Tipps und Tricks zur Seite stehen. Ja, das war es für das Jahr 2019. Wenn ich einen kleinen Ausblick geben sollte, oder wenn ich in die Zukunft schaue, ins nächste Jahr, was erwartet uns? Es erwarten uns natürlich viele neue Games. Ich denke, die Szene ist so aktiv wie lange nicht mehr. Beflügelt nicht nur allein durch die neue Hardware C64 Maxi, sondern auch durch die aktiv gelebte Retro-Szene, die sich auch heute Jahre nach dem C64 immer noch mit genau eben dieser Hardware beschäftigt. Hardware, 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 da denke ich an den Mega 65. Die ersten beiden Prototypen sind erschienen in diesem Jahr, im Jahr 2019 für Entwickler und mit der Lieferung erster Units wird dann in circa 1 bis 2 Jahren gerechnet. Also auch das ist ein Thema, auf das ich ein Auge geworfen habe. Ihr wisst ja, damals der C65, der ist ja nie erschienen. Das Ding ist nie in die Produktion gegangen, zumindest nicht in die Massenproduktion. Und mit dem Open-Source-Projekt, ich glaube, es ist ein Open-Source-Projekt, Mega 65, wagt man jetzt einen neuen Anlauf, einen neuen Sprung nach vorne. Auch das wird wieder die Retro-Szene befeuern. Mit neuer Hardware und dem Ansporn weiterzumachen und dabei zu bleiben. Das finde ich total super. Also Mega 65, ich feiere das Projekt mega. Ja, und letztendlich liest und hört man überall von Retro-Treffs und Retro-Partys. Ich habe jetzt noch gar nicht erwähnt, die ganzen Hacker- und Szene-Partys, die es so auf dem europäischen Kontinent gibt. Auch die zeigen, dass die Szene immer noch aktiv ist und dass es hoffentlich lange noch so weitergeht. Also ich bin gespannt und wie jedes Jahr im Herbst steht dann wieder die große Doreco Dortmunder Retro-Treff-Party an. Da werde ich natürlich auch wieder mit dabei sein. Ja, das ist dann wahrscheinlich wieder das Highlight des Jahres, so wie in jedem Jahr. Und. Naja, aber wenn ich sehe, brutto habe ich jetzt über eine Stunde aufgenommen. Länger möchte ich euch nicht auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir lassen den Jahresrückblick so langsam ausklingen. Ja, am Ende, ihr kennt das ja, das Übliche. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Und wie anfangs erwähnt, halte ich mein Versprechen. Jeder Kommentar bekommt auch eine Antwort von mir. Und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Gerne mit Anregungen, Verbesserungsvorschlägen oder Wünschen. Wer dann immer noch nicht genug hat, der lässt dann ein Abo da und aktiviert auch noch die Glocke. Also das sind dann die Hardcore-Fans. Darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Denn schließlich mache ich das Ganze nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen auch für euch. Um euch zu unterhalten und ein bisschen aus eurem Alltag herauszureißen.
In diesem Sinne, das soll es gewesen sein mit dem C64 Spielzeit Jahresrückblick 2019. Jetzt bleibt es mir nur noch zu sagen, euch einen guten Rutsch. Kommt alle gut in das Jahr 2020, egal ob alleine, zu zweit, mit mehreren oder mit vielen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video hier auf meinem Kanal im nächsten Jahr in alter Frische wiedersehen würden. Euer Andira. Ja, und wie immer, das Video ist vorbei. Ich zocke eine Runde, also beende ich jetzt dieses Video und sage auf Wiedersehen.